Schwierigkeitsgrad ist gebaut. Okay, ja, das würde das erklären. Hä, was macht ihr denn jetzt? Warte, was? Warte. Migrationsabkommen brechen. Dieses Experiment ist schon lange genug gelaufen. Unser Migrationsabkommen hat sich als ernster Fehler herausgestellt und wird mit sofortiger Wirkung beendet. Hat das Migrationsabkommen mit uns gebrochen? Wieso? Komisch. Was du aber auf jeden Fall machen kannst, ist die Beziehung mit dem verbessern. Und wie? Sag ich dir gleich. Drück erstmal auf okay. Okay. So, hier okay, bilden sich Fraktionen. Ja, genau. Zwei weitere Fraktionen halt. Wirtschaftspakt hat er jetzt auch gebrochen. Okay. Der ist ja komisch. Ja, ja, und den... Ja, der will anscheinend nicht mehr Energie von dir. Keine Ahnung. Sag mal, okay. Kannst du es ja jetzt erstmal nur hinnehmen. Und dann klick mal bei seinen Welten, klick mal da auf seinen Wappen links neben sein Sternsystem. Ist ja immer sein Symbol. Einfach mal draufklicken. Warte. Hab's gleich. Wenn du einfach nur auf das Symbol klickst, sollte eigentlich sich das Diplomatie-Menü ja öffnen. Mhm. Genau. So, und da kannst du Rechtsbeziehungen verbessern. Also rechts hast du deine ganzen diplomatischen Möglichkeiten jetzt, ne? Genau, du siehst da die Beziehung illoyal im Moment. Mhm. Und du kannst aber die Beziehung verbessern mit ihm. Dann schickst du da einen Gesandten hin, der halt konstant dann da ist und die Beziehung verbessert. Und das solltest du vielleicht auch mal machen. Okay, habe ich gemacht. Genau, dann mit der Zeit sollte das eigentlich hochgehen, dann die Beziehung, und dann wirst du auch die Verträge wieder schließen können, nehme ich mal an. Am Rande von... Ja? Ich denke mal, dadurch, dass er jetzt zu deinem Vasallen geworden ist, obwohl er selber angeboten hat, wird er aber dadurch einen Beziehungsmalus bekommen haben, weswegen er jetzt die Verträge gebrochen hat. Ergibt nur begrenzt Sinn, aber es ist die Mechanik dahinter. Okay. Nehme ich mal zumindest an, dass das so gelaufen ist gerade. Am Rande von Sultana wurde eine antike Raumstation gefunden. Die starke Subraumsignatur, die die Station umgibt, zeigt, dass es sich um ein Sternentor handeln könnte, das Teil eines theoretischen Netzwerks von ähnlichen Stationen ist, die irgendwann für nahezu Sofortreisen zwischen verschiedenen Teilen der Galaxie benutzt wurden. Angenommen, dies ist ein Sternentor, so hat der gegenwärtige Zustand des Verfalls es leider unbrauchbar gemacht. Wenn es wieder funktionsfähig wäre, könnte sein Besitzer allerdings möglicherweise auf andere funktionsfähige Sternentore der Galaxie zugreifen und innerhalb weniger Tage riesige Entfernungen zurücklegen. Ja. Genau, es gibt ein paar verfallene Sterntore, du hast eins davon gerade Construction gefunden. Complete. Die kannst du dann später wieder instand setzen. Mhm. Ansonsten, Sterntore sind aber an sich Endgame-Technologie. Ne? Das kommt relativ spät. Und ja, die sind da halt Abkürzungen dann im Weltraum. Wir haben im Orphea-System Erstkontakt mit einer mysteriösen fremden Spezies hergestellt. First haben wir ihr den Codenamen Omega Aliens gegeben, bis wir mehr über sie herausfinden konnten. Falls sie eine Sprache besitzen, müssen wir diese erst entschlüsseln, um mit ihnen Kontakt aufnehmen zu können. Okay, jetzt kann ich da wieder einen Gesandten auswählen. Genau. So. Okay. Die ferianische Bevölkerung betet. Der Riese, auf den wir in der Finsternis gestoßen sind, hat viele Bürger des Reichs an den Rand des Wahnsinns getrieben oder ihren Glauben an die Götter erschüttert. Sind diese Riesen die Wächter über alles Leben und dessen, was es geschaffen hast, oder seine Feinde? Unholde, die unseren Glauben testen. Der Beweis für das Göttliche. Oh. Ich glaube eher...
eigentlich egal, wie du darauf reagierst, glaube ich. Es hat keine Auswirkungen, aber ja. Unendliche Weiten. Polytechnische Bildung. Deshalb wurden alle unsere Bürger von der Grotte sind Polytechnik angehört, der Wissenschaft profitieren. Das machen wir mal. Jo. Polytechnische Bildung. Erinnert mich ein bisschen an die DDR. Da gab es die Polytechnische Oberschule. Anomaly found. Gewaltiger Einschlag. Ein riesiger Einschlagkrater auf der Oberfläche dieses Planeten lässt darauf schließen, dass einst etwas Großes damit kollidiert sein muss. Kommt, das erforschen wir mal. So, du pimmelst hier rum. Unerforscht. Unerforscht. Unbeansprucht. Komm mal her. Du kannst mal kurz hier rüber. Dieser Befehl wird bereit. Öleinschlag. Ein gewaltiger Krater auf Umig 4 scheint von der Kollision mit einem Raumschiff zu stammen. Aufgrund der Größe des Kraters vermuten wir, dass ein Schiff, das aus dem Hyperraum entsprungen ist, den Planet aus unbekannten Gründen vor ungefähr 10.000 Jahren gerammt hat. Die SOS Petumi hat in der Nähe der Absturzstelle Reste von Hyperraum Mechos erfasst, die einem Research kollabierten complete. Hyperraumfeld entsprechen, da das Schiff aber beim Einschlag pulverisiert wurde, kann diese Theorie nicht verifiziert werden. Unsere haben ein Irrigal, das in unsere erforschen. Sozialtech. Dings. Wir haben Signale unbekannter Art aufgefangen. Diese scheinen einer sich wiederholenden Syntax zu folgen, die auf intelligentes Leben hindeuten könnte. Wir sollten dem weiter nachgehen. Sie konzentrieren sich offenbar um eine einzelne Raumstation herum, bei der allerdings unklar ist, ob diese Teil in der größten Raumfahrt ist. Einfach weitermachen. Tja, da ist ein Solus aufgetaucht. Ja, Sachen gibt's. Incoming transmission. Research complete. Migrationsankommen. Ach, jetzt will er sich wieder. Okay, zustimmen. Bauvorhaben abgeschlossen. Technologie erforscht. Neue Forschung. Dass du ein Forschungsabkommen willst, ist mir klar. Wirtschaftsabkommen will ich. Ja, warum denn nur? Ich hab schon wieder so ein Geisterschiff gewonnen. Incoming Transmission. Das abgefangene Signal war ein Notruf eines Schiffes im Orbit um Umig Illa. Das Schiff strahlt keine Wärme ab und scheint zu treiben. Wir haben ein Spezialprojekt ausgegeben und wissen über den Verbleib der Besatzung. Situation Log updated. Einladung zu Wirtschaftspakt. Ach guck mal, jetzt will er wieder mit mir einen Pakt haben. Ja, weil die Beziehung verbessert. So. Wenn die untertan werden, sind sie am Anfang immer so ein bisschen kleines Kind, wo am Jammern ist. So ungefähr. Ja, aber wenn du deine Beziehung verbesserst, dann bessert sich das halt mit der Zeit.
System Survey complete. Ist das geilste Schiff wirklich auf Forschung? She-Aliens. Spirituell suchende. Was mir am meisten fehlt, ist der Einfluss, ey. Der braucht immer so ewig zum Aufbau. Ja. Verfügbare Dienstleistungen minus 3. War das noch so, Liz? Ja, dann wird es vielleicht jetzt langsam Zeit für einen Holotempel, für den du keinen Platz mehr hast. Für den ich keinen Platz mehr habe, ja, witzig. Geht ganz einfach. Blaues. Oh, ja, nein, genau. Stopp, tschüss. Drück mal. Drück mal Pause kurz. Du hast links bei dem Distrikt dieses Blaue, das sind Wohnungen. Damit schaltest du auch Gebäudebauplätze frei. Wenn du einen davon baust, immer oben auf das Symbol klicken, nicht auf die kleinen, das große, immer die großen haben. Eins davon bauen, kriegst du wieder einen Bauplatz, dann kannst du dir so ein Holo-Ding bauen. Genau. Und minus 3 Dienstleistungen sind aber jetzt auch noch keine Katastrophe. Bei der Stabilität von 88% nicht, aber ja. Trotzdem, man sollte es nicht so weit kommen lassen. Meine Erfahrung. An Alien Empire has established communications. Ich sorge immer dafür, dass Fröhlichkeit auf dem Planeten herrscht. Grüße, im Namen von Union of Up Cyclas heiße ich euch in unserer Werkstatt und auf unserem Schrottplatz willkommen. Zahlreiche engagierte Ingenieure stehen bereit, um so ziemlich alles zu reparieren, umzubauen und abzureißen, was sie mit ihren Werkzeugen erreichen können. Ihr werdet feststellen, dass unsere Leidenschaft für das Handwerk unstillbar ist. Wie können wir euch heute bei der Bergung und der Rückgewinnung von Material helfen? Da kann ich tatsächlich noch nicht so viel zu sagen. Die sind relativ neu und ich habe sie noch nicht benutzt. Einfach auf Wiedersehen sagen. Momentan brauchst du nichts von denen. Okay. Anomaly found. Das ist der fliegende Schrotthändler wie bei Star Wars halt. Okay. Ja, komm, bitte lass mich das Verdammt, ich kann das Gebäude nicht bauen. Gigantisches Skelett. Bei der vermeintlichen Bergregion in der südlichen Hemisphäre von Omeg 8a handelt es sich in Wirklichkeit um die gewaltigen skelettierten Überreste einer einzelnen kolossalen fremden Lebensform. Die Knochen sind 3 bis 4 Milliarden Jahre alt. Unsere Wissenschaftler haben jedoch ausgeschlossen, dass auf Omeg 8a zu irgendeinem Punkt in der Geschichte des Mondes Leben in dieser Größenordnung möglich gewesen ist. Wissenschaftsoffizier Opita Servilus hat ein spezielles Forschungsobjekt vorbereitet, um diesem Mysterium weiter auf den Grund zu gehen. Situation Log updated. So, ich guck mal bei meiner Kolonie rein. Wir haben eine Stabilität von 90. Und wir haben einen Arbeitslosen. Es gibt kein gültiges Migrationsspiel. Ziel. Was heißt das? Arbeitslose ziehen mit der Zeit um
wenn sie woanders einen Job finden. Okay. Allerdings gibt es zurzeit auf keinem deiner Planeten einen Arbeitsplatz für jemanden der mittleren Schicht. Dieser Planet ist auch in keinster Weise ausgebaut. Ja. Neue Planeten solltest du... Das ist auch wieder abhängig davon, wie man spielt. Ich empfehle immer, Distrikte mindestens von jedem einzubauen, dass mal für die erste Zeit ein paar Arbeitsplätze da sind. Mhm. Ja, genau. Ist ein anderer Spielstil als meiner. Ich suche mir halt aus, wofür soll der Planet da sein. Bei dem hier bietet sich zum Beispiel an, dass der zum Nahrungsproduzieren da ist. Dann baue ich davon einen Distrikt und einen Stadtdistrikt am Anfang. Aber ja, da ist eher für Industrie. Etwas. Guck dir mal die Industrie an. Industrie haben die meistens viel. Ja, aber ich bin immer so für alles einmal, dann hast du halt so ein Gleichgewicht erstmal für den Planeten. Ja. Ja, ich spezialisiere meine Planeten halt immer etwas mehr. System Survey complete. Hat eine Stufe erreicht, System erkundet. Das heißt, du kannst jetzt hier rüber gehen und eine Sternenbasis bauen. Construction complete. Dankeschön. Anna, was geht? Wie geht's dir? Bist du endlich wieder negativ? Wie war dein Tag? Ich hoffe gut. Ich finde, ich meine Mini jetzt hier wieder neu umordnen muss. Ey. System Survey complete. Okay, das heißt, der ist hier jetzt auch fertig? Oder wie, oder was? System erkundet, okay. So, kannst du erstmal deine Sternenbasis machen. Glaube an die Wissenschaft als etwas Religion und der Glaube an sie ist unerschütterlich. Machen wir erstmal das da. Evading hostile fleet. Ah! Hier passieren Sachen! Oh mein Gott! So, warte, was? Ja, endlich. Erster Arbeitstag, alter Vater. Ich kann Chris verstehen, wie er wieder am Arsch. Ja, kann ich nachvollziehen. Gerade wenn man Corona hatte, ist das, glaube ich, nochmal ein Ticken anstrengender als sowieso schon. Ist im Armor-Alveo-System auf eine feindliche Alienschiffflotte und versucht jetzt halt hier auszuweichen. Scheiße, was? Brutstätte? Alter, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich überfordert. Ein Wissenschaftsschiff wird versuchen zu entkommen, vielleicht schafft es das, vielleicht auch nicht. Ja, es gibt halt so eine Alien-Kreaturen, die fliegen durch den Weltraum. Ja, aber hier steht nur auf Gefechtsstation. Ja. Standardmeldung. Standardmeldung. Heißt, was soll ich jetzt machen? Da drauf einfach drücken? Einfach drücken. Ist einfach. Du hast den Kontakt, die Brutstätte ist jetzt nämlich als Erstkontakt drin, weil du kannst mit diesen Aliens auch Kontakt aufnehmen und sagen so, bist du ein fühlendes Wesen, bist du kein fühlendes Wesen? Wenn du eine Amöbe bist, darf ich dich streicheln. Hey, Amöben haben diesen Tweet. Besonders wenn du xenophil bist, kannst du dich sogar mit denen symbiotisieren. Ja. Okay. Bevor das morgen Samstag ist. Ja, glaube ich. Hast du morgen dann frei wenigstens, dass du dich noch ein bisschen ausruhen kannst? Gott, diese Musik hier drin. Hat man ja mir Schugge. Welche Musik? Ich habe die Musik von Paradox ausgeschaltet. Ja, ich glaube, ich muss die mal leiser stellen, weil ich krieg hier echt langsam... Ja gut, das einzig Gute wirklich an Paradox Musik, wo sie selber sagen, ist ja, solange du nicht die Sabaton-Musik oder sonstiges laufen lässt, kannst du das Ding auch streamen. Das stört keinen. Okay. Das ist die Paradox-Politik, was das Ganze angeht. Aber sie geben dir den... Was? Warum kommst du immer direkt mit Föderationen am Anfang vom Spiel? Hey, ich bin ein Händler. Und Handelsföderation ist eine der geilsten Föderationen, die es gibt, weil es dann halt diesen die Handelspolitik dazu gibt.
Meine Galaxie hier sieht einfach aus wie so ein Pilz. Also. Wo kommen die jetzt auf einmal her? War mir auch Gott. Wer? Wir haben beide ein Volk entdeckt, wo auf einmal aufgeploppt ist. Ja. Möchten Sie einen Gesandten? Nein, kann ich nicht. Ich brauche meine Gesandten. Da. Wer Zugang? What the fuck, wieso bin ich genauso weit auf du? Ein paar Punkte drunter. Research complete. Jo. Boah, was mich halt stört, tut, ist Ups. Wirklich dieses Alien-Volk unter mir. System Survey complete. Ah, hier passieren schon wieder Dinge. Schnappt erstmal das über uns, Gott. So. In einem Kleingebiet auf der Oberfläche von Wimmet ist für mich von beeindruckenden Gebäuden bis zu einer archäologischen Untersuchung quasi einlädt. Ja, mach mal. Strategische Ressource entdeckt. Während seiner Untersuchung von Astor Illa hat die. Nee, 3A. Astore 3A hat die SOS Petomi mehrere exotische Gase entdeckt, die uns vorher unbekannt waren. Der Schatz hast du wieder gefurzt, ne? Diese Gase haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Wartet. Insbesondere bei dem Betrieb fortschrittlicher Energiewaffen und Kraftfelder. Einige der Gase können zudem als Treibstoff für Raumschiffe oder sogar Freizeitdrogen verwendet. Okay, das ist definitiv. Das kommt aus dem Arsch von meinem Freund. Definitiv. Freizeitdrogen? Ja. Mama, der kackt ihn. Ständig. Obwohl wir noch nicht über die Mittel verfügen, um diese Ressource zu extrahieren, sollten wir bereits in Erwägung ziehen, die Kontrolle über dieses System zu übernehmen. Welches System?